Ich habe mir einen Käsekörner Hotdog gekauft. Zum einen, weil es angenehm ist, ein Hotdog zusammen mit dem Würstel drinnen. Sie gehen hauptsächlich nach dem Ausgehen zum Beispiel, kaufe ich mir Käsekörner, weil da kommt mir sofort, da rede ich mir ein, dass dann der ganze Alkohol durch das Würstel aufgesaugt wird. In meinem Hotdog ist eine Käsekörner. Ich persönlich habe einen Käsekörner gewählt, weil das meine Lieblingswurst ist. Das Beste an der Käsekörner ist, dass Käse drin ist, aber das verratet schon den Namen. Ich werde jetzt kurz ein bisschen nehmen zur Demonstration, wie gut der Käsekörner eigentlich ist. Wow. Es war die fetteste und ich glaube die deftigste Wurst, aber irgendwie auch die geschmackvollste, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Also mein Lieblingswürstchen ist auf jeden Fall die Käsekörner, weil sie einen saftigen Käse hat und geräuchert ist. Also ich bin ein großer Fan von der Käsekörner, die esse ich immer wieder gern. Bratwurst ist natürlich auch fantastisch, aber Käsekörner ist der Hit. Ja. Auf jeden Fall eine Bratwurst bestellt, weil es mir am besten schmeckt und weil zum Beispiel die Käsekörner immer so spritzt mit dem Käse. Und das Frankfurter ist einfach nur fad. Ja, also. Es war so schön, so saftig, so glänzend. Das hat mir gefallen. Bratwürstel ist schlechter als eine Käsekörner aus folgendem Grund. Es ist braun, während der Käsekörner mehr so rötliche Färbung annimmt beim Bratvorgang. Ich denke davor, ich habe noch nie eine gesehen. Kenne keine Käsekörner in Rohform, nur in dieser Form. Mit keine schlimme Wurst irgendwie. Alle Würste sind schön. Ich soll mich selbst beschreiben. Ja. Was jetzt über mich geht oder über das Würstler? Mein Äußeres. Brillenträger, heute grünes T-Shirt, leichter Sonnenbrand auf den Armen, gut aussehend. Wie kann ich mein Äußeres beschreiben? Eigener Lob stinkt. Manchmal denkt man, der Mensch, der schaut gut aus, wenn ich in den Spiegel schaue, was ich relativ oft mache. Und manchmal denkt man so, wie schaut der aus? Ja, und dann fällt mir auf, dass es ich bin. Klein, dunkler Typ, wohl weiße Haut, ein bisschen wie Schneewittchen ist einmal gesagt worden, ja. Das Kennzeichen meines Äußeren ist meine Nase, für die ich schon sehr viel Spott geerntet habe, aber auch gewissen Neid. Sie wird sich jetzt wahrscheinlich durch das Licht auch schön abzeichnen. Ja, blond halt. Und aufgedackelt. Brünett bis weiß. Vollbart, ja. Übergewichtig. Und manchmal trage ich eine Brille. Und manchmal nicht. Und manchmal setze ich die Brille wieder auf und nehme sie ab und dann tue ich sie wieder drauf. Verwirrung, komplette Verwirrung bei den Massen. Ich bin groß, ja. Halbwegs sportlich, ja, leger gekleidet. Lässig gekleidet, zumindest glaube ich das mal. Ja, viel mehr gibt es da glaube ich nicht dazu zu sagen. Was soll ich der Welt erzählen? Die Welt ist, finde ich heute, sehr schön und praktisch. Lebe den Traum und träume nicht dein Leben. Ja. Nutzt jeden Tag, weil es kann am nächsten Tag aus sein. Man muss einfach das Gute sich anschauen und versuchen, das aufrechtzuerhalten. Sommer ist da, genießt ihn, rock on. Eiskalter Sturm wird Meister. Ole, ole. Ich muss sagen, das ist eine betrügerische Frage. Weil ich habe gehört, das wird nicht einmal im Fernsehen ausgestrahlt. Also wie erfährt die Welt dann von dem, was ich sage? Grundsätzlich wäre es mir wichtig, dass die österreichischen Urheber, also Textautoren, Singer-Songwriter, mehr schreiben. Internet. Ah, das Internet. Was soll ich zum Internet sagen? Ha. Das Internet ist realisierte Anarchie. Ich persönlich war früher ein Verfechter der Anarchie, aber seit ich das Internet entdeckt habe, vor einigen Tagen, am Dienstag denke ich, welcher Tag ist heute? Donnerstag? Ja, am Dienstag. Am Dienstag war ich im Internet. Und das Internet ist tatsächlich Anarchie und ich habe entdeckt, dass Leute, die sich in völliger Freiheit bewegen, eigentlich nur an zwei Sachen interessiert sind, Fanatismus und Pornografie. Fanatische Pornografie, die Marktlücke für die nächsten 10 Jahre. Danke. Naja, ich grüße mal ein paar Freunde, falls sie zuschauen. Ja? Hallo Patrick.